Hallo YouTube, hallo Tedris. Dies ist ein Tutorial-Video für Cinema 4D. Und zwar geht es um eine Kugel, die auf einem Kreisblein rotieren soll. Dazu starte ich erstmal Cinema 4D. Da ist es auch schon. Und ja, ich erstelle erstmal die Szene so weit, wie es eigentlich jeder können sollte. Also ich erstelle eine Kugel. Stellen den Radius mal ein bisschen runter, so 20 Meter oder was. Und ein Kreisblein. Der Kugel gebe ich noch ein Cinema 4D Tag auf Spline ausrichten. Und da ziehe ich den Kreis in den Spline-Pfad hier bei den Tag-Eigenschaften. So, und jetzt kann man hier über Position die Kugel auf dem Kreis bewegen. Der Tedris hat ein Atom-Tutorial-Video gemacht, wo genau diese Thematik drin vorkam, und es ging darum, dass man das schlecht animieren kann, wenn man mehrere Drehungen machen will, weil es geht halt nur von 0 bis 100%. Das heißt, man muss immer wieder umspringen und man muss zigmal Keyframe, wenn man jetzt zum Beispiel 10 Umdrehungen machen will. Ich stelle mal meine Zeitleiste ein bisschen hoch auf 400 Bilder. Ja, und wir lösen das jetzt, das Problem. Und zwar auf eine meiner Meinung nach sehr elegante Art und Weise. Das heißt, wir geben der Kugel jetzt erstmal ein Expresso-Tag. Expresso, das mögen viele Leute nicht. Es ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Man muss sich nur mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Jedenfalls öffnet sich direkt der Expresso-Editor hier. Und wir ziehen unser auf Spline ausrichten Tag da rein. Und wenn man Steuerung hält und das doppelt anklickt, dann poppt das hier so auf. So, dann erstellen wir uns einen neuen Node, und zwar einen Zeitnode. Löschen direkt hier diesen Port. Zeit brauchen wir gar nicht, wir wollen Bilder. Das heißt, wenn man das jetzt, wenn die Animation läuft, ist hier die ganze Zeit der Bildwert. Also im Moment steht da, ist dann eine 0, und wenn jetzt die Animation bei 18 steht, dann wird hier eine 18 ausgegeben. So, dann erstellen wir uns einen Matheoperator. Und wir erstellen uns eine Konstante. So, die Konstante ist im Moment realwertig, uns wird auch Integer reichen. Ich setze die mal direkt hier unten auf 100 vom Wert her. Und dann verbinden wir die Konstante mit diesem Eingang und den Bildport mit diesem Eingang vom Matheoperator und stellen den Matheoperator auf Modulo. So, an dieser Stelle habe ich gedacht, ich wäre fertig. Wir machen hier noch bei Spline ausrichten beim blauen Port, das ist quasi der Eingang. Tag-Eigenschaften, Position. Weil es ging ja hier um die Position, ne? Und wenn man jetzt, ich erstelle euch mal, damit ihr das auch sehen könnt, einen Spion hier. Wenn man das jetzt hier so durchschleift und bei Berechnungen Update bei Animation einstellt. Ich das hier noch so hin, was ihr da seht. Nee. Schiebe ich das einfach mal zusammen. Und wenn ich jetzt Play drücke, dann seht ihr eigentlich, sind die Werte völlig in Ordnung. Die gehen mal von 0 bis 99. Das ist auch das, was wir wollten. Eigentlich müsste die Kugel sich drehen. Tut sie aber nicht, weil das hier sind Prozent. Das heißt, der Wert 1 ist 100%. Das heißt, wir haben immer 0 und 1, 100%, und alles darüber von 2 bis 99 sind auch 100%. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir nochmal durch 100 teilen. Das heißt, wir löschen den Spion wieder, erstellen uns noch einen Matheoperator unter Berechne, Mathe. Diesmal allerdings soll der dividieren. So. Und dann verbinden wir diesen Ausgang mit dem oberen Eingang und die Konstante mit dem unteren Eingang und den Ausgang mit der Position. Und wenn wir jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir Play drücken, dann dreht sich die Kugel, und die dreht sich so lange, wie die Zeitleiste ist. Also bis ans Ende aller Tage, wenn ihr wollt. Ja, das kann lange dauern. Jedenfalls
ist das meine Lösung des Problems, was Tedris da hatte, und vielleicht hilft es einigen von euch. So, ich möchte jetzt allerdings noch was anderes erstellen, und zwar eigentlich kann man hier noch was mehr machen, und zwar bei unserem Spline Tag erstelle ich jetzt einen Benutzerdateneintrag und nenne den Geschwindigkeit. So, Einheit machen wir auf realwertig. Schritt, 1er Schritte ist in Ordnung. Minimum setzen wir auf 2, weil wenn wir Modulo 1 machen, dann ist der ist halt der Rest immer 0. Und bei unserem Teilen haben wir dann immer Teilen mit 0. Das heißt, da passiert überhaupt nichts mehr. Ne? Deswegen nehmen wir hier 2, damit wir Modulo 2 maximal haben. Und Maximum machen wir mal auf 100. Das heißt, das ist unsere langsamste Geschwindigkeit. Das ist unsere schnellste. So, dann öffne ich wieder Expresso. Und dann ziehe ich wieder das Spline Tag hier rüber. Mach das mal wieder groß. Und beim Ausgang wähle ich jetzt Benutzerdatengeschwindigkeit und tausche das hier aus mit der Konstante. Die kann ich eigentlich löschen. Und dann ziehe ich hier die Geschwindigkeit einmal dahin und einmal hier hin. Und ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann schließe ich das mal und spule zurück. Und jetzt können wir das Ganze mal, zum Beispiel, wir fangen jetzt langsam an. Das heißt, ich stelle mal 100 ein. Das war so, wie wir es vorher hatten, so. Und mache einen Steuerung-Klick hier in diesen Kreis bei 0. Und dann spulen wir bis zum Ende und stellen das mal auf 10 um und machen wieder hier einen Steuerung-Klick rein. Jetzt dreht sich das am Anfang langsam, heißt das, und es wird immer schneller. Ne? Das ist so eine schöne Geschichte, einfach hier so ein Geschwindigkeitsteil einbauen. Meiner Meinung nach, für jeden, der Cinema mit Expresso benutzt, sind diese Benutzerdaten wirklich sehr, sehr nützlich. Also man kann sehr viele Sachen automatisiert vereinfachen und Sachen einstellen. Man kann ja auch nicht nur mit Zahlen arbeiten, sondern auch mit Bildern und die Materialien über Expresso verändern. Also Expresso ist wirklich ein mächtiges Werkzeug. Ja, und das Schöne an dieser Art und Weise ist, wir können jetzt den Kreis unabhängig von der Kugel halt rotieren und genauso animieren. Also quasi den Kreis anfangen irgendwie, lassen wir mal so anfangen und nehmen mal nur die Rotation auf. Machen hier einen Keyframe. Dann gehen wir mal ans Ende und drehen den Kreis mal irgendwie ganz wild. So, machen wieder einen Keyframe. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann sieht man, der Kreis rotiert, die Kugel rotiert auf dem Kreis, genauso wie sie sollte. Sie wird immer schneller da drauf. Und ja, ich hoffe, ihr konntet irgendwie was mit dem Tutorial anfangen. Und Tedris, ich hoffe, ich habe dein Problem ansatzweise so gelöst, dass du jetzt damit zufrieden bist. Und viel Spaß damit. Auf Wiedersehen. Tschüss.